er wieder. Zweite Ausgabe von Neues auf die Ohren. Schall und laut. Mit mir. Mensch, ich mache heute keine lange Rezession, sondern erzähle euch von 5 Platten, die ich sehr hörenswert finde. Vielleicht ist ja irgendwas für euch dabei. Mensch. Es ist irgendwie immer schade, dass ich euch davon nichts vorspielen kann. Ich glaube, das wäre viel interessanter, mal so eine Hörprobe zu kriegen. Aber das meiste von dem Zeug ist leider noch nicht erschienen. Und man riskiert dann ein paar Monate auf Staatskosten, Kost und Logis. Ihr wisst Bescheid. Mensch. So, egal. Fangen wir an. Erste Band. Black Metal. Da ich garantiert den Namen falsch ausspreche, habe ich euch etwas vorbereitet. Misotheist oder so ähnlich, sorry. For the Glory of Eurythmia ist das zweite Album von der Band. Die kommen aus Norwegen, kannte ich vorher nicht. 3 Songs sind auf der Platte. Erster Song dauert 17 Minuten. Warum? Egal. Ja. Ja, die Platte beginnt mit Tönen. Und so war es die erste Reaktion. Ich saß so und dachte, oh. Aber dann kam so, oh, Moment. Und dann kam, ui, 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 ziemlich geil. Also so nach 2-3 Minuten haben sie euch und dann lassen sie euch nicht mehr gehen. Dann geht es einfach nur noch runter wie Öl. Also Kompliment an die Band. Der Spannungsaufbau ist echt, also ich finde es genial. Auch so vom Anfang, wie sich's aufbaut, immer mehr. So das zweite Lied dann ziemlich atmosphärisch und im dritten wird's derber. Also ich finde das so vom Konzept ziemlich gut gemacht. Ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber das ist echt, also ich finde es gut. Ja, also wenn ihr auf Black Metal steht, hört euch diese Platte an. Das lohnt sich sehr. Ah, das einzig geil, also was ich nicht so geil fand, war, dass auch hier irgendwie gute Mucke durch die Mischung so ein bisschen, also es wird einem so ein bisschen der Spaß genommen. Ich finde es immer so scheiße, wenn du bringst die Mucke ins Studio. Und die nehmen die Musik, packen die in so eine Hobelbank, ja, so, und dann wird links und rechts wird alles weggeschnitten. Hast du nur noch die Mitte. Was ist das? Musik ist doch irgendwie Emotion. Ist auch nicht nur ein dahinfließender, seichter Fluss. Mensch. Schade. Sehr schade. Aber trotzdem hörenswert. Also die Mucke ist geil. Misotheist for the glory of Eurythmia. Lass mich auf das, was ich sage, lest lieber, was da steht. Ich glaube, das ist effektiver. Also ich hoffe, es ist niemand dabei, der Englisch studiert. So, okay, 5. Februar kommt's. Habe ich auch geschrieben. Ich bin so vorbildlich. 5. Februar kommt die Platte raus. Für die, die es nicht so schnell schreiben konnten. Ich klebe das mal so hinter. Sieht man das hier? Gut, dann. So, Moment, Zetteltausch. Zwischenstück, tralala, ich spiele eine Musik. Moment. So. Ah, gut, zweite Band. Soulburn aus den Niederlanden. Die gibt's ja schon ein bisschen länger, theoretisch. 96 gegründet von dem Gitarristen und dem Drummer von Asphyx. Alter, die Assoziation. Ja, 96 gegründet, als die sich aufgelöst haben, die Asphyx. Und 2000, als sie dann wieder zusammengekommen sind, haben sie sich dann wieder aufgelöst. Also war jetzt ein bisschen durcheinander. Ja, ist egal, es geht um Soulburn. Ja, also 96 bis 2000 gab es die Band und dann haben sie sich 2013 gedacht, okay, dann machen wir halt, versuchen wir es nochmal. Und zum Glück, weil, also spätestens die Platte hier ist echt, wow. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil es ist einfach gut. Also gute Mucke, man muss es einfach anhören.
Also eine ziemlich geile Scheibe ohne viel Schnulli, die geht einfach ab nach vorne, nimmt dich mit. Sehr gut. Ja, aber was mir aufgefallen ist, also spätestens bei dem sechsten Lied, ich stehe absolut auf Kampfer, also wirklich so, ja. Mensch. Ja, und bei dem sechsten Lied dachte ich so, okay, entweder haben die den Proberaum, den Kampfer, oder die haben die gleiche Mutter. Also es war schon ein bisschen Parallele da. Gut, okay, trotzdem. Sehr schön, diese Platte. Soulburn. Noah Stark heißt die übrigens. Ach, die ist übrigens schon im November rausgekommen letzten Jahres. Es ist keine neue. Trotzdem, gut. Gut, nächste. Das ist was ganz anderes. The Generals. Kannte ich vorher auch nicht. Kommen aus Schweden. Genau, die kommen aus Schweden. 2002 gegründet. Gibt es halt auch schon ein bisschen länger. Und die Platte habe ich gehört und dachte so, okay, erstmal Kühlschrank auf, Bier raus und abgezischt. Death and Roll, das ja prädestiniert für Bier, finde ich immer. Aber das ist so richtig schöner Metal. Also von vorn bis hinten. Also ziemlich geile Schiene. So nichts Außergewöhnliches. Ups, einfach nur gut. Ja, voll auf die Fresse. Und kleiner Tipp, wenn ihr irgendwas braucht an Energie, so ja, wenn ihr zum Beispiel putzen wollt, Geschirr spülen, dann hört euch die Platte an. Da kriegt ihr, was ihr braucht. Ehrlich. Also es war jetzt keine Abwertung, ja. Das war jetzt mit dem Putzen, meine ich. Ja, auch gute Platte. Death and Roll, The Generals. Und die heißt To Hell. Ja, To Hell, gut. So. Ich muss wieder den Zettel wechseln. Oh, Mann, oh, ja, alles, ich weiß, unprofessionell, aber es geht mir am Arsch vorbei. So, nächste Band. Auch die, gut, dass ich die aufgeschrieben habe, kannte ich vorher auch nicht. Waldauter. Die Platte heißt Trapsdalen. Ich habe versucht rauszukriegen, was das übersetzt heißt, aber das war irgendwie nicht rauszufinden. Egal. Ja, aus Norwegen kommt die Band. Es ist auch Ex-Mitglieder von Blood Red Throne. Wer die Band kennt, die kann ich auch nicht. Und die haben auch noch ein Side-Projekt. Cobalt 60 heißen die. Muss ich mal reinhören. Ja, diese Blood Red Throne war wohl eine Black Metal Band. Diese Cobalt 60 machen Death Metal und diese Wall Daughter. Das ist wohl so eine Mischung aus beiden Projekten. Also jetzt ist stilistisch gesehen, meine ich, eine Mischung aus beiden Projekten. Ja, auch nicht viel Abwechslung auf der Platte, aber braucht man auch nicht. Weil die brummt einfach. Also was vor allen Dingen brummt, ist der Bass. Ich stehe ja voll auf Bass. Ja, also ich. Bisschen. So, wisst ihr Bescheid. Also Bass ist immer wichtig und meistens kommt der viel zu kurz. Das Herz von der Musik, ja. Und auf der Platte, der Bass brummt. Von daher, gute Platte. Und ich muss sagen, je öfter ich die Platte höre, desto geiler wird die. Also am Anfang war ich noch so ein bisschen skeptisch, aber echt, ich habe die dann nochmal gehört und nochmal und von Mal zu Mal wird die immer besser. Erscheint am 26.02. Und also ich finde, es ist nicht so nur ein Mix zwischen Death und Black. Das ist auch so ein bisschen, was man so als Death and Roll bezeichnet. Spielt schon mit rein. Ja, auch gut. Mensch. Und dann. Ah, und dann. Also es passiert ja nicht so oft, dass ich hin und weg bin, aber ich habe in diese Platte reingehört und dachte mir, Alter, danke, danke, danke für diese Mucke, weil das hat mich voll weggehauen, ehrlich. Das ist unglaublich. Also für mich mit das Beste, was ich seit langem gehört habe. Ich glaube, ich gucke immer in die falsche Richtung. Ja, da ist die Kamera. So, ja, über die Band habe ich nicht so viel rausgefunden. Graves End.
Sie wurde 2020 gegründet, kommen aus New York und sind drei Mitglieder, die auch nur aus einem Buchstaben jeweils bestehen. Und wir haben letztes Jahr auch eine EP rausgebracht, Preparations for Human Disposal, und jetzt das Album, was am 19.2. ja, 19.2. erscheint, heißt Methods of Human Disposal. Warum erinnert mich das immer an Marilyn Manson? Egal. Ja. Wie gesagt, die Platte ist Hammer. Also wirklich Hammer. Obwohl ich das Szenario, was ich erinnere, das erzähle ich euch. So, das Szenario vom Reinhören hat sich irgendwie so abgespielt. So, erstens, oh, Elektro. Und dann, oh ja, okay, Gitarre. Ah, okay, tiefe Gitarren. Und oh, der Trommler, der kann was. Und dann, drittens kam so, na, okay, jetzt kriegt man so eine leichte Ahnung, wo es hingehen könnte. Und dann gibt es irgendwie nur noch voll auf die Nüsse. So richtig, richtig. Also ziemlich krasser Scheiß, wirklich. Die Lieder dauern so zwischen 1 und 2 Minuten. Und wer auf Crass steht, hört euch die Platte an. Echt, das ist, Alter, richtig krass. Mann, oh Mann. Also, wenn ich die beschreiben müsste, ich weiß gar nicht. Schwer, tief und unlangweilig. Fängst du irgendwie zwischendrin, fängst du an so mit Headbanging und dann 2 Sekunden später so zack, wieder so die Sechzehntel und die Mütze geknallt. Mann, oh Mann. Also teilweise gibt es auch nur Geräusche, aber das macht überhaupt nichts, weil so in sich alles total schlüssig ist. Es sind übrigens 15 Stücke auf der Platte. Und es ist einfach nur, ich weiß gar nicht, Gehacke für die Seele. Also ich finde es echt. Ich habe auch. Wo habe ich das? Ich habe auf mein, als ich das erste Mal da rein gehört habe, finde ich es, ja, ich finde es. Moment. Ich mache mir dann immer so Mitschriften, ja, was mir dazu einfällt. Und hier Tatsache, ich habe, da seht ihr, drei Herzen hingemacht. Alles was selten. Haha. Graves End. Methods of Human Dis. Posel, oh, mein Englisch ist echt, es tut mir leid. Aber ihr könnt ja lesen, wie das da so heißt. Also richtig abgefahrene, geile Mucke. Wahnsinn. Hört euch die an. Gut, da war's das für heute. Eine kleine Abschiedsmusik. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.